Ja, und Damen, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier im Singleplayer im LTS 2. Ja, immer noch mit der Dachpappe nach Bratislava unterwegs. Ja, und audiotechnisch hier noch mit dabei ist natürlich unser Matti. Hallo. Der Alex. Gut. Der will nicht brummen. Hallo. Der hat Erbsen im Ohr. Genau, der Karl. Ja. Und natürlich auch eine Ente. Ja, Erbse. Was hat Erbse mit Ente zu tun? Kopfkino. Ja. Ganz komisch. Ganz komisch. Diese Sache Situation hier kann ich nicht ganz gut heißen, weil das passt nicht. Nein, Spaß beiseite. Ernst kommt die Treppe. Okay. Gut. Ja, bei mir geht die runter. Achso. So, bei dir geht's hier runter. Okay. Das Niveau nimmt den Fahrstuhl. Ja. Welches Niveau? Kann auch ist das schon mal? Glaub nicht. Bei dir? Nee. Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Oh, das regnet mal nicht mehr. Wahnsinn. Bin ich begeistert. Oh, au. Brummbär ist wieder da. Bombi. Oh, schön. Ja, das gleiche mit Bambi. Bambi. Oh je. Bambi, der Brummbär. Oh Gott. Nee, Bambi ist eigentlich... Was? Ich weiß nicht, was das für eine Art ist. Bambi, das ist ein Reh. Ja, meine ich ja, Rentier, ja, hier fliegen und da ja, Rudolf hier. Was? Rentier? Rudolf! Seit wann ist ein Reh ein Rentier? Da weiß ich nicht. Eine Rentente. Also irgendwie. Jetzt bin ich wirklich verwirrt langsam, was Ente da erzählt. Brumm mich noch eigentlich? Im Moment ist mal kein Brumm da, aber wie gesagt. Mal sehen, wie lange. Dann lasse ich sie einstellen, mal so. Brummt immer noch ein bisschen. Der Bies? Ich kann sie auch noch ein bisschen brummen wieder machen, nehmen wir ein Brummchen. Aber ne. Nein, dann verbanne ich dich aus diesem Raum. Dann kickst du mich. Nö, ich sah aber nicht, weil ich gerade im Spiel bin. Ja, dein Chef. Ein anderer Chef. Ich hab meine Leute, die das dann für mich übernehmen. Nee. Ja doch. Aber ja, bitte vorwarnen. Eine Ente zum Beispiel. Nee, ich mach sowas nicht. Guter Junge, du hast gut gelernt. Ja. Ja, er lernt nur von den Schlechtesten. Genau. Danke. Ja, ne, sag mal so. Ne, wenn du den Schuh anziehst, bitte. Nee, ich hab die immer aus, ne? Deswegen stinkt es. Ja. Nee, Ente on the road. Ne? Ende ganz. Kaputt. Gibt als Braten. Ja, zu Weihnachten. Richtig. Nein. Doch. Da könntest du recht haben, Thomas. Ja, und irgendwer hat jetzt den Channel gewechselt? Oder was drüben? Drüben. Achso. Wo ich gar nicht drüben drin bin. Komm ich aber auch gleich runter. Knack, knack. Knack, knack. Au.
Vielleicht beschwert sich Wiese, warum ist denn das jetzt so ruhig hier? Nö. Glaube ich nicht. Nee, ne? Nee. Okay. So kann ich mich besser hier konzentrieren. Aber ist ja doof, wenn nichts kommt in der Augen. Ja, aber. Ich habe momentan noch nichts, was sich lohnen würde zu unterhalten. Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Siehst du, wenn du nicht mal eine Ahnung hast, mehr. Doch, ich würde ja was sagen, aber das wäre dann wieder für dein Thema ja viel zu hoch. Ach man. Ah, der ist da. Diese ganz flachen Witze, ganz ehrlich. Das ist nicht mal flach, das ist schon platt. Ganz dünnes Eis. Ganz ja, dünnes Eis. Das ist ganz Eis. Dünn, also da ist kurz vorm Einbrechen, ja. Das ist gut. Ja. Nee. Gibt denn eine nasse Ente? Eine kalte nee. Ente? Nee, eine gefrorene. Ja, meine Gott, auf Eis gefischt. Tiefkühl. Auf Eis gelegt. Tiefkühlfrost. Was? Tiefkühlfrost? Was? Ja. Ich kenne Tiefkühlkost, ja. Kennst du nicht Frost? Bofrost. Ja. Der Eismann. Ja. Der Eismann. Hallo. Hallo, ich bin der Eismann. Er nennt mich auch Frost. Man nennt mich auch Ente. No product placement. No product placement. Nein. Doch, alles gesponsert. Ja, von wem? Ja. Von ETS. Was? Okay. Nee, also jetzt wusste ich gar nicht, dass es hier Sponsoren von ETS gibt. Wie geil. Ja, vielleicht. Jetzt wirst du's. Nice. Wirst du? Mercedes sponsert dich. Mercedes. Man kann nicht alles wissen, ne? Fährst du gerade Mercedes? Ja. Ja, ich fahre halt die ganze Zeit Mercedes. Deswegen, ja. Mercedes ist beste. Unser Product Placement, Hashtag End, Hashtag Werbung. No. No. Please not. No. Dauerwerbeschaltung. No. So schon mal nicht. Heute nur noch der Mercedes Actros oder wie der da heißt für 2,99. Was? Black Friday. Heute ist aber nicht Freitag. Na no, und? Aber es ist immer noch dieses Event. Black Week nennt man das dann. Ja, Week. Genau. Ja, Wheat. Ja, Weizen oder was? Week? Ja, Week, ja. Hi. No. Ach, Matti, mach dir nichts draus, das ist eine Ente. Oh. Also, das würde ich jetzt bestreiten. Die Enten haben nur mal ein kleines Gehirn, das ist leider nichts wahr. Ja, Erbse, ne? Ja. Jetzt sogar noch kleiner, oder ist das nicht? Wir haben dein Gehirn noch nie aufgeschnitten. Wobei ich denke, dass eine Erbse doch ein bisschen mehr Volumen hat. Hahaha. Wie berechnet man das Volumen, hä? Ja, erzähl mir das doch mal. Ich will's ja von dir hören, wenn du sagst, eine Erbse hat mehr Volumen. Wie viel Volumen hat eine Erbse? Ne. Woher soll ich kommt das drauf an. Ich hab eine Erbse noch nicht das Volumen berechnet oder so. Ich auch nicht. Also. Ente, wenn du das weißt, dann erzähl uns das mal, du Hochleistungs. Die Zuschauer möchten das garantiert jetzt auch jetzt gerne habe wissen. Ich keine Lust mehr. Genau, also sie wollen gerne mal von der Ente ein bisschen Unterricht nehmen. Siehst du, Ente, wegen dir habe ich mich jetzt Banner verfahren. Oh. Weil du mich abgelenkt hast. Oh, ich gehe jetzt tanken. Ja, dann tank mal, aber tank nicht zu viel, ne? Das könnte überlaufen. Ich bin wieder leer. Ja, fick dich. Alter. Nein. Oh. Nein. Oh, scheiße, Alter. Nein. Ja, doch. Oh. Oh, ey, diese scheiß KI. Oh je. Nee, das war jetzt. Nein, das war nicht schön, Ende. Du bist schuld. Hättest mir mal sagen können, dass da vor mir ein LKW stoppt.
Vor dir stoppt ein LKW. Ja, wow, jetzt brauchst du mir das auch nicht mehr erzählen. Jetzt hatte ich schon. Warum sagst du es denn? Jetzt habe ich schon einen halben Herzinfarkt, also. Aber beim nächsten Crash hast du einen ganzen oder was? Nö. Oh. Ist aber gut, ich kann deine Adresse. Also ich kenne die. Ja, alles klar. Ich kann Krankenwagen rufen. Ja, das ist toll. Das ist schon mal gut zu wissen. Soll ich dich mal besuchen, komm? Boah, was eine Ente soll mich besuchen haben? Oh, oh. Ja, weiß ich nicht, ist aber ein bisschen weit, oder? Da musst du weit fliegen. Ja, wollte ich sagen. Da brauchst du aber Ausdauer, du. Ich meine, ihr habt eine Null. Oder ihr macht es in Etappen. Oder du machst es in Etappen. Genau. Immer das etappenweise. Etappenziele. Ja. Etappenziel einmal hin. Etappenziel 2 einmal zurück. Ja. Was? Ja, wir haben eine Null. Als Postleitzahl anfangen. Genau. Super. Ich nicht, ne? Nee. Tja, siehst du. Oh, niedriger Tankfüllstand. Nee, ich suche jetzt mal keine Tanke auf. Reicht mir langsam mit dem Sprit. Ich hab ne 2 am Anfang. Ich auch. Oh. Ihr Streber. Niedersachsen. Schleswig-Holstein. Oh. Ja. Ist nicht weit, nein. Ich komm, wenn ich dann zu mit meiner Klasse dann zum Weihnachtsmarkt fahre, nehme ich einen anderen Bus und fahre nach Schleswig-Holstein zu Matti. Mach das. Dann steht so eine Ente vor deiner Haustür und sagt quack quack. Wenn das passieren sollte. Ja. Überleg dir, was du sagst. Dann falle ich aber um. Und zwar nicht nur ohnmächtig, sondern gleich tot. Gut. Ich hatte zwei. Also Wiese, wenn du mal Matti loswerden sollst, schick mich einfach los. Achso. Okay. Das war jetzt mies, Alter. Ja, das war irgendwie mehr als mies, also. Ey, wie geht die denn mit mir um? Ja, wie man halt mit einer Ente umgeht. Bisschen anders halt. Ente rein, Ofen zu, Klappe dicht. Genau. Nee, vorher noch stopfen. Ja, genau. Ja, mit Erbsen. Nee. Da muss Erbsen, was Besseres rein. Erbsen gibt's als Beilage. Nee, mit dem Kopf von Matti, ne? Du kleiner. Oh Gott. Du kleiner Wicht. So eine Riesenente auf Mattis Kopf. Bist du ein Winterwichtel oder was? Ja. Okay. Oh je. Kein Wunder, dass die anderen nichts mehr dazu sagen. Ja, die sind erstaunt. Die schütteln nur mit dem Kopf. Da kann man nichts mehr zu sagen. Ja, ich weiß. Ja. Hä? Ja? Hä? Ja? Was? Hä? Wie bitte? Was? Hä? Ach ja. Oh, wir können mal wieder 90 fahren. Oh, das ist aber mal schön. Gebe ich mal wieder Gummi. Ich kann 90 auf der Landstraße fahren. Hä? Streber. Was hat mit Streber zu tun? Nach Reims. Haha. Autobahn. Autobahn. Okay. Ente nicht singen. Nicht gut. Das ist eins deiner Talente, die du noch nicht ganz voll ausgeprägt hast. Ja. Gib's mir Doggy. Wenn man sich mal so einen Ladebalken anguckt mit Prozentzahlen, dann stehst du bei minus 0,50. Ist doch cool. Ob das wenn so ich gut bei, ist? Wenn ich bei 100 bin ich am Desktop, Junge. An Sprachfehler on flea, Junge. On flea? Ja, on flea, ja, fly wie eine Möwe. Okay. No. Einfach ohne Worte. Okay. Da kann man nichts mehr zu sagen. Ja. Yeah. Das ist alles zu Ende. Fände ich auch. Hm. Okay. Gut zu wissen. Gut ja. zu wissen. Oh, hier ist 80. Ey, du sagtest doch mal. Nein, da ist 80. Ja, aber ich fahr 90. Ich darf 90.
dich, haha. Du, was du darfst, Ente. Du ist darfst, egal. Du darfst so vieles. Ja, ja. Hier. Darf ich dich nochmal entführen, wenn du fertig bist? Aber hast du nicht fertig, Ben? Ja, ja Mann, ja. Oh, eure Meinungsverschiedenheit, ne? Was, wieso? Ich hab keine Meinungsverschiedenheit. Ach. Was quatschst du da, Ente? Quatsch vieles. Ja. Ente, was laberst du? Was laberst du? Ich Ente, mach deinen Schnabel zu. Labert Müll. Hat sich gereimt, hallo. Hallo. Er labert Müll. Ach Gott, nee. Hier ich bin Albert aus. Einstein in Person. No. No. Da müssen wir dich echt leider enttäuschen. Ja. Aber das Einstein war aber auch nicht dein. Es gibt Albert Einstein nicht in deiner DNA. Das kann ich dir versichern. Doch, doch. Nein, du bist nicht in seinem Stammbaum vertreten. Du bist Barbie von der Prinzessin. No. Doch, in jedem steckt eine Prinzessin, auch in einem Matti. Weißt du, was Wiese. In dir steckt? Weißt du, ja, was in dir steckt? Erbse. Nee, nicht nur das. Nicht nur das, wenn es nur das wäre. Wenn es nur das wäre, Mann. Ente. Oh, wenn es nur das wäre, was in dir drin steckt, eine Erbse. Ofen. Dann würden, müssten, oh. Das könnte ich, nee, das sag ich jetzt mal nicht. Ja, ich glaube, das geht wieder in eine Richtung, was nicht sein muss. Ja. Sowas wie, ja. Okay. No. No. Kennt ihr dich interessant? Nö. Einfach nur. Ich nicht. Mann, Biese, wie viele Kilometer hast du noch? Immer noch 900, warum? Wann hast du gestartet die Aufnahme? Bei wie vielen Kilometern? 1000 irgendwas. Alter, bist du langsam. Ich hab gerade mal, wo wir gelabert haben, 400 Kilometer runtergeackert. 90 ja. kmh. Ja, weil, ne, du kannst ja 90 brettern, naja. Aber kann, ich muss auch Langstraße, ja, Kurven und so. Naja. Boah, Alter, wir haben erst 18 Minuten, Alter. Kann ich ja immer noch ein Stückchen fahren, Mensch. Der los, ey. Das ist schon. Also irgendwie das Unterhalten vergeht jetzt halt irgendwie doch ein bisschen schneller hier. Aua. Wie aua, ja, selbst schuld. Bei der Maut, die selbstständig aufgeht, wenn man durchfährt, bin ich voll stehen geblieben. Oh. Voll in die Schranke gebrettert. Das gab selber schuld. Das gab einmal Matsch, Alter. Nee, 0%. Mit 90 voll gegen die Schranke gefahren, 0%. Ja, weil mir läuft. Nee, Lacker. Ja. Genau. Auf jeden Fall. 32 Kilometer noch. Ipi. Wer ist denn alles nachher beim Konvoi dabei? Tja, keine Ahnung. Also ich auf jeden Fall. Du bist ja am Stream. Ja, yeah, deswegen ja. Ach, wir wollten doch noch aufnehmen. Ja, mal die. Können wir auch morgen machen? Nee, egal. Was denn? Also morgen wird's schlecht, weil morgen haben wir abends ja bei unserem Community-Stream. Ja. LS. Donnerstag? S. Bis Donnerstag habe ich noch gar nicht geplant. Keine Ahnung. Ja, möglich. Muss mal gucken. Okay. Muss mal gucken, weil irgendwann. Was nehmt ihr denn auf? Weil irgendwann ETS wollte, für meinen Kanal. Weil irgendwann wollte jetzt die Woche Sandy noch mit mir ETS aufnehmen. Ja, deswegen, das also, passt ja. Ja, deswegen, weil das würde sich ja dann anbieten. Da. No, never. Never to the stop is. Und ich bin da! Wer noch? Niemand.
Ja, zufriedenstellend. Warum? Hallo? Tja, das ist bestimmt Hi. Irgendwelche Schäden. Nee. Oder bist nicht pünktlich gewesen? Doch, doch. Pünktlich bin ich immer. Naja. Naja, weißt du doch gar nicht. Naja. Hä? Ich weiß schon, dass ich nicht ein Speedpaw bin, ne? Was willst du mir jetzt damit sagen? Kannst mich nicht überwachen. Muss ich das? Ich glaube, das möchte Wiese gerade eigentlich gar nicht. Nee. Doch, doch, er mag mich. Ja, im Ofen. Oh. Zu Weihnachten. Recht knusprig. Guck mal, ich bin schon so berühmt, ich bin im Geistermodus. Oh je. So berühmt, dass du schon in so den Untoten wandelst? Naja. Okay. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, alles klar. Ja, auch Wiese. Immer. Immer doch. Ja. Ja. Find ich auch. Ja, ich dich auch. Oh, ein Flughafen, krass. Boah, Alter, das ist geil aus. Ein Flughafen. Alter, das ist geil aus. Was ist denn das, Frankfurt? Kann das der Frankfurter Flughafen sein? Das sieht bald wieder Frankfurter Flughafen aus. Oh. Nein. Doch. Oh. Oh. Oh Gott, ich habe jetzt eine Fahrt 1680 Kilometer. Viel Spaß. Warum will man Sattelschlepper? Und eine rote Ampel. Satteltieflader 1600 Kilometer fahren. Ja, weil man es kann und Bock drauf hat. Nee, die 88.000 lasse ich mal links liegen. Alles klar. Oh ja, warum nicht? Boah, ne? Die Aufträge habe ich irgendwie Millionen Stunden Zeit. Ja, hatte ich auch vorhin. Richtig krass. Ich hatte einfach ganz normal was gefahren. Auch in einer guten Zeit. Ich hatte einfach 1 Million Stunden für den Auftrag gebraucht, angeblich. Ja, das ist aber manchmal irgendein Bug. Oder so, wo sich dann da. Dann habe ich nichts gekriegt, weil ich verspätet war. Hast Minus gemacht. Ja, das ist aber meistens so, wenn du im Singleplayer anfängst und dann über den Multiplayer weitermachst. Dann ist es klar. Und das ist klar, weil nämlich die Zeit läuft dann trotzdem weiter und dadurch bist du verspätet. Was, überfahren an einer roten Ampel? Was? Da war schon wieder rot. Oh, entschuldigt. Oh, wow. Hat der Wiese wegen mir nicht gesehen oder wegen uns? Da war ein Auto. Oh, scheiße, habe ich vergessen zu sehen. Oh, da war ein Auto. Ja, na und? Ist egal. Juckt mich nicht. Mensch, du. Ist was? Halt so. Ich kann doch auch mal ein Auto übersehen, Mann. Doch, doch. Nee. Ist schon wieder eine rote Ampel, sag mal. Hände, warum stellst du alle Ampeln auf rot? Sag mal, bei dir spinnt's wohl. Hey, ich mal jede Farbe rot an, ne? Ja, genau. Gelb, ich glaube, es hackt. Bei dir steht es vielleicht 13. Genau, und ich ist. Und da ist nicht Freitag der 13. Nee. Oh, scheiße. Tatsache, Frankfurt Flughafen. Scheiße, sag mal nicht, scheiße, mach mal. Frankfurt. Der Flughafen. Frankfurt. Oh ja. Ach nee, hä? Ich muss ja doch hier langsamer. Was geht denn mit euch? Also das Navi, das fährt einen aber auch hier kreuz quer. Einmal links, einmal rechts, einer oben, unten. Oh, anstatt einfach geradeaus zu fahren. Nein. Den Überweg über die Brücke drüber, um einfach nur auf die andere Seite der
Autobahn zu gelangen, obwohl man hätte auch gerade durchfahren können und wäre genau an derselben Stelle rausgekommen. Du typisch. Mich auch, gib's mit, Doggy, gib's mit, Doggy, gib's mit, Doggy. Boah, Ente. Ja, hi. Eine Sache muss ich dir mal sagen. Ja? Also, du musst mal langsam mitkriegen, dass manches nicht in den Aufnahme gehört. Wieso? Das kann auch rund sein. Und das, was du, nein, ich weiß, was das ist. Ich kenne das Lied. Ach, jetzt schon. Ich sag mal so, ich kenne es nicht. Ich habe nur lediglich von jemand anderem, von einem YouTuber das gesehen, wo er sich drüber. Und ganz ehrlich, ich möchte, also, wenn man über sowas noch lachen kann, über sowas, dann, ja, weiß ich nicht, dann kann irgendwas nicht richtig sein. Weil, keine Ahnung. Sowas ist, ja, lächerlich, würde ich sagen. Alter, 800 Kilometer. Ey, ich bin mal kurz auf Count weg. Jo. Noch 12 Stunden fort. Ich auch, ne? Okay, ich noch knapp 12,5. Boah, gibt's hier bergauf, ey. Siehst du mal. Ach ja.
Ach ja. Werde ich jetzt wahrscheinlich gleich hier an diesem Rastplatz mal wieder anhalten. Außer es kommt jetzt hier nochmal eine Tankstelle in der Nähe. Halalala. Na gut, hier vorne kommt noch mal einer. Ach nee, da fahren wir ja gar nicht lang. Hier oben kommt aber einer. Da könnten wir eigentlich wieder rasten. Also fahren wir noch ein Stückchen. Hast du noch Aufnahme? Ja, bin nur am Aufnehmen. Ich fahre jetzt bloß noch bis zum nächsten Rastplatz und dann mache ich wieder einen Cut rein. Okay. So, ja. Dann habe ich eigentlich noch eine Aufnahme, dann sollte ich das Ding in Sack und Tüten haben, also den. Du bist schon auch gut. Ja. Und dann werde ich mir erstmal ein Käffchen holen, wenn das so weit für die ist. Nach dem Kaffee ziehe ich mal kurz runter oder du kommst mal kurz runter. Ja, wie gesagt, das ist kein Problem. Das ist schön. Ups, da habe ich mich jetzt verfahren. Ja, was wird? Ja, sie werden wieder kommen. Ja, was wird? Wo schickt er mich denn jetzt eigentlich lang? Der Route nachzufolgen. Haben wir hier noch irgendwo Parkplatz? Wenn die Karte nicht so ewig laden würde. Okay, da geht's aufs Kreuz. Und da oben ist er. Naja, gut, dann mal. Hallo! Ein bisschen länger fahren. Was? Hallo? Was? Wie? Hä? Bei mir. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, ey, ernsthaft, wenn du mich wieder verfranst.
Ach man, warum nur? Alter, was mache ich heute eigentlich hier? Meine Fresse. Nein, nicht teilen. Muss ich die scheiß Route ändern. Hauptsache, irgendwo kommt jetzt ein verfickter Rastplatz. Ja, genau, vor uns voraus. Hello! Please stop this. So, genau, dann machen wir das so. Dann passt es wieder. Ja, ja, sie werden müde. Ich bin ja schon dabei. Damit. Ich musste die Route nur noch mal ändern, weil. Also, da könnte ich echt bald schon fast durchfahren, aber nee. Eine Rast mache ich noch. Das lohnt es jetzt nicht. Schon wieder Strafen kassieren, habe ich keine Lust. Rasthof Nürnberg. So, dann gehen wir nämlich erstmal sowas wie tanken und danach ja, schlafen und danach einen kleinen Cut, um dann weiterzufahren. Oh, den Rest der Strecke. So, zack. Einmal bitte tanken. So. Einmal tanken waren wir. Jetzt fahre ich auf den Parkplatz. So. Dann geht's gleich weiter. Lass mal gucken, nicht, dass hier wieder einer angerast kommt. Genau, da kommt nämlich einer. Da warte ich lieber. Na komm, fahr zu. Wo können wir uns jetzt hier mal zum Rasten hinstellen? Kann ich mich jetzt hier irgendwie, aber ich glaube, hier wird es wohl schwer werden. Ne? Haben wir dabei gedacht. Also fahren wir einmal der Runde rum. Und stellen uns hier. Wenn das mal nicht eine perfekte Parklücke ist. Ha. Dann weiß ich aber auch nicht. Machen wir so, ja. So, ja, und an diesem Stelle werde ich dann mal hier einen kurzen Cut setzen. Ja, bedanke mich natürlich erstmal fürs dabei sein, fürs Einschalten, fürs, ja, dabei sein. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahme hier wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich mal einen schönen Tag noch und winke, winke und ciao.